Sie gilt als die härteste und prestigeträchtigste Einhandregatta der Welt. Vor der französischen Atlantikküste bereiten sich gerade 33 Spitzensegler und Seglerinnen auf den am kommenden Sonntag beginnenden Vendée Globe rund um den Globus vor. Nicht wenige der Teilnehmer und Teilnehmerinnen sprechen angesichts der Herausforderung vom Mount Everest der Meere. Respekt vor der Aufgabe hat auch Armel Tripon. Euronews-Reporter Rodrigo Barbosa durfte den Franzosen trotz schwieriger Wetterbedingungen auf seiner L'Occitane en Provence ein paar Stunden begleiten. Der Vendée Globe ist so etwas wie ein verrückter Traum. Man selbst muss auch schon etwas irre sein, um auf diese Art und Weise ganz allein die Erde zu umrunden. Noch verrückter ist es allerdings, dies in einem komplett neuen Boot zu versuchen. Aber egal, es ist eine riesige Herausforderung und ein Lebenstraum. Im Moment bleibt noch Zeit für Tuchfüllung. Alle 33 Yachten sind speziell für diese Regatta gebaut worden. Ihre 9. Auflage startet in Sable d'Olonne. Allerdings aufgrund der Ausgangsbeschränkungen in Frankreich ohne die gewohnten Zuschauermassen und Auslaufpartys. Es liegt auf der Hand, dass wir die totale Freiheit verspüren werden. Ich möchte vor allem segeln gehen und gewissermaßen diese Welt voller Sorgen und Ängste hinter mir lassen. Es wird uns da draußen gut gehen, allein in unseren Yachten. Auf ihrem Trip rund um den Erdball werden sich die Segler und Seglerinnen mindestens 2 Monate einem permanenten Kampf mit den Elementen stellen müssen. Euronews-Reporter Rodrigo Barbosa war schon nach einem kurzen Turn schwer beeindruckt. Ein paar Stunden an Bord mit heftigem Wind und Wetter reichten, um den Adrenalinspiegel in die Höhe schnellen zu lassen. Die Schwierigkeiten und Härten dieser Prestigeregatta habe ich sehr schnell begriffen.